Jo und herzlich willkommen zu mal wieder einer Art Infovideo. Oder eigentlich ist es ein ja, kleines Update-Video und ich beantworte noch eine Frage. Aber ja, wer es noch nicht gesehen hat, als allererstes, ich habe ein neues Kanalbanner erstellt bekommen. Und ich habe tatsächlich nicht darum gebeten, jetzt einfach so gemacht. Deswegen ist das Ganze eigentlich der Hauptgrund, warum ich es überhaupt in einem Extra-Video sagen würde. Wie gesagt, gibt noch was anderes. Ja, das ist das neue Banner, wer es noch nicht gesehen hat, aber ich habe schon einen Kommentar gelesen, dass schon jemand gesagt hat, weil ich glaube, es war sogar er, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich es gestern Abend schon reingemacht, habe dann aber noch nichts dazu gesagt, weil ich eben vorhatte, das extra Video zu machen, aber gestern Abend hatte ich dann keinen Bock mehr, weil der Five Night Guide hat mich fast über eine Stunde gekostet, deswegen hatte ich dann echt keine Zeit mehr und auch keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Genau, es sieht auf jeden Fall ultra cool aus. Und was ich noch ansprechen will dazu, also natürlich erstmal fett Danke dafür, weil ich, wie gesagt, er hat es einfach so gratis gemacht, umsonst. Wobei, er macht noch mehr. Also für andere YouTuber macht er auch Arbeiten. Ups. Macht sie aber alle gratis. Ja, also er hätte wahrscheinlich sowieso nichts verlangt, wenn ich ihn drum gebeten hätte. Aber er hat es halt einfach so für mich gemacht, was schon cool ist. Und deswegen checkt auf jeden Fall mal seinen Channel aus, wird in der Beschreibung verlinkt sein. Wenn euch sowas interessiert, so Speed-Athlete hoch, wie er die Banner erstellt und so, ist ganz cool eigentlich. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Aber eine Sache in dem Banner möchte ich ansprechen. Design by Syntax, da ist ein Wasserzeichen drin. Verdammt, nein, Spaß. Fly von CSGO und das wollte ich ansprechen, weil vorher stand noch nie sowas in einem Banner von mir drin, dass ich mich auf ein Spiel fokussiere, weil ich einfach immer hochgeladen habe, was ich wollte. Weil es mir ehrlich gesagt egal war. Also mein Channel, ich lade hoch, was ich will, fertig aus. Hat sich mittlerweile ein bisschen verändert, weil ich lade jetzt mittlerweile nicht mehr einfach jeden Scheiß hoch. Aber allein meine reine Videoanzahl von über 2100 oder vielleicht sogar schon 2200 Videos ist wohl ein Zeichen dafür, dass ich etwas viel hochgeladen habe. Vor allem früher habe ich jetzt so viel Zeug hoch. Ich habe alles früher hochgeladen, jeden Scheißdreck habe ich hochgeladen, ja. Mache ich mittlerweile nicht mehr, einfach nur, weil es halt an dem Grund ist, es gibt ja dann einfach nur mehr Hate. Also Leute, die es halt feiern. Es gibt immer Leute, die es mögen, es gibt aber auch immer Leute, die es nicht mögen. Ist ja an sich nicht schlimm, aber wenn du halt schon vornherein weißt, es werden dich halt so viele Leute verhassen oder nicht hassen, aber es werden so viele Leute dich mögen, sich nicht anschauen, warum sich die Mühe machen. Plus ich arbeite jetzt, bin nicht mehr in der Schule, das heißt, ich habe viel weniger Freizeit. Ist natürlich, ja gut, das ist natürlich auch noch ein Grund, stimmt. Ja, das habe ich, ja stimmt, das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. Aber trotzdem, es hängt beides miteinander zusammen, also ich mache auch nicht mehr so viel Crap. Sage ich jetzt mal. Aber ja, Fly von CSGO, es stimmt tatsächlich, es steht ja auch in meiner Kanalbeschreibung, was wahrscheinlich der Hauptgrund ist, warum er es auch reingeschrieben hat. Sind einfach die beiden Hauptspiele, sind auch die beiden Spiele, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, so ultra viele CSGO-Videos habe ich noch nicht hochgeladen, aber Fly ist auf jeden Fall mein Hauptspiel geworden. Mit der Zeit, weil ich da über 600 oder 700 Videos insgesamt hochgeladen habe. Ich weiß, das Let's Play ist erst bei knapp 460, glaube schon. Aber ich habe naja noch extrem viele Extra-Videos hochgeladen. Alle Secret Rooms zusammen, das sind allein schon 50 Videos oder so. Und dann alle Upgrade-Videos, alle Extra-Videos und der ganze andere Scheiß. Alles zusammen um die 600 bis 700 Videos. Und das ist natürlich schon ordentlich. Das ist fast ein Drittel meines Kanals. Und ja, an Platz 2 steht wahrscheinlich immer noch Shakes and Fidget, weil ich doch extrem viel hochgeladen habe. Aber schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und dann kommt aber auch CSGO. Und vor allem in der letzten Zeit spiele ich halt die ganzen anderen Spiele kaum noch, beziehungsweise nehmen sie halt nicht mehr auf. Genau, wollte ich euch auch nur sagen. Und dann zu der Frage, weil jemand unter einem Fly-Video allerdings gefragt hat, aber ich hoffe, er sieht es jetzt hier trotzdem. Wenn nicht, wäre es ein bisschen blöd, aber naja, egal. Er hat geschrieben oder gefragt, wie zufrieden ich mit den Likes bin und den Aufrufen momentan, weil er hat auch dazu geschrieben, bin ja mittlerweile doch ein bisschen gewachsen, wenn man es jetzt mal mit vor einem oder vor 2 Jahren vergleicht, wo ich noch wesentlich weniger vor allem Aufrufe und Likes hatte. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden, das habe ich ja auch schon öfter gesagt in den vor allem Fly-Videos, bei dir halt am meisten angeschaut und geliked werden. Aber ich bin sogar sehr zufrieden, weil es gibt zweimal Dislikes, aber die sind mir mittlerweile echt scheißegal. Eigentlich waren sie mir immer scheißegal. Nur wenn du etwas hochlädst und es hat 10 Dislikes und kein Like, das fühlt sich dann schon nicht so geil an. Aber ja, also an sich, ich meine, außerdem weiß man, wenn man Dislikes hat, meistens ist es auch ein Video, wo man sich selbst dabei, danach oder vorher nicht so gut gefühlt hat oder nicht sich nicht sicher war, soll ich das wirklich hochladen oder soll ich das nicht irgendwie rausschneiden oder so, dann lässt man es drin und dann hat man halt die Dislikes. Meistens weiß man, warum die da sind, deswegen ist es nicht so schlimm. Manchmal ist es auch einfach nur sinnlos, aber ist ja egal.
Der Button ist halt dafür da, dass man ihn auch immer drücken kann. Jedenfalls, ich bin echt sehr zufrieden, vor allem die Likes. Die Aufrufe haben sich ja mittlerweile eingependelt, also die verändern sich jetzt mittlerweile kaum noch. Also nach oben, manchmal eher weniger. Aber nach oben geht jetzt eigentlich nicht mehr so viel in die Höhe, außer ich lade irgendein Special hoch oder so. Aber ist nicht schlimm. Was mich aber freut, ist die Like-Anzahl, weil es sind jetzt immer extrem viele Likes eigentlich im Vergleich zu früher, wo manchmal 100 Aufrufe auf einem Video hatte und es hat einer geliked, wo ich mich manchmal schon gefragt habe. Also ein Like, kein Dislike. Ein Like und 100 Leute haben das Video geschaut, wo ich mich schon gefragt habe, okay, habt ihr alle keinen YouTube-Account oder wollt ihr nicht bewerten oder so? Das ist natürlich jetzt ein bisschen anders. Wobei man auch wieder sagen muss, vor allem wieder bei Specials und sowas oder bei so Sondervideos, da wird dann immer wieder mehr geliked. Aber ich meine, das ist im Prinzip, das ist auf YouTube überall gleich, aber um zum Punkt zu kommen, mich freut es total und vor allem auch die Abonnenten gehen stetig in die Höhe, wobei mir Abonnenten eigentlich nicht so wichtig sind, ehrlich gesagt, weil, ja, ich meine, sie sind schon cool, aber eigentlich die Aufrufe und die Likes sind das, was zählt eigentlich, weil ob du jetzt 10.000 oder 100.000 Abonnenten hast, ist ja egal, wenn deine Videos trotzdem nur 10 Leute anschauen, das ist die Abonnentenzahl scheißegal, von daher. Ja, aber es ist natürlich auch cool, dass die auch in die Höhe geht. Genau. Ja gut, das war so ein kleines Channel-Update-Video, wie gesagt. Das ist jetzt auch auf meinem Kanal. Ich habe es jetzt hier offen, weil es hier ein bisschen größer ist und ohne die Videos und so, da kann man sich mehr drauf fokussieren. Aber ja, wie gesagt, nochmal fett Danke an den Syntax. Super cool. Wie gesagt, checkt seinen Channel aus und wenn ihr selbst einen YouTube-Kanal habt und könnt ihr ihn ja fragen, ob er für euch auch was macht. Ja, macht auf jeden Fall gute Arbeit, würde ich sagen. Und ja, ist schon nice. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten, macht's gut, haut's rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.